Thank you.
Moin Freunde, herzlich willkommen zu unserem Sonntagsfrühshoppen. Ja, eigentlich Frühshoppen, eigentlich, aber aus aktueller Situation. Weil ja jeder wissen wollte, was hat er denn nun vor? Ja, ihr habt das Video gesehen. Ja, es ist eigentlich nicht schlecht geworden, sag ich mal. Ich habe mir das so ein bisschen schlimmer erhofft. Ja, ich mache da so ein paar Übungsflüge noch und dann klappt das auch mit dem Rest. Dann, ja, das ist ja alles nicht so ganz einfach, alles noch ganz neu. Das ist auch alles in der Spekulation, aber alles greift wie ein Rad ineinander und bestätigt das, was ich damit vorhabe. So, zunächst habe ich ja gesagt, wir haben einen Ölcheck gemacht bei diesem Fahrzeug und ja, wir haben uns da natürlich auch das Gutachten dafür hier ausgedruckt und ja, jetzt geht's los, ne? Jetzt geht's los. Jetzt kommt der, ich sag mal, entscheidende Weg, sag ich mal. Und ja, auf jeden Fall, ja, ist dieses Laborergebnis leider mit einem Achtungszeichen versehen. Ja, ich habe mir das schon gedacht. 300.000 Kilometer gehen an ihm nicht so leicht vorbei. Vor allen Dingen, ihr habt es gesehen, vier Halter Ford Bank. Ich weiß zwar nicht, was die Ford Bank mit dem Ding hier gemacht hat. Ob das mal ein Geldtransporter war, keine Ahnung. Dann ein Autohaus. Autohaus kennt man, was da so passiert. Wahrscheinlich ein Leihwagen, irgendwie sowas, oder. Dann kam der erste Familienvater, 2 Jahre. Ja, 2 Jahre hat er das Auto gehabt. Ja, und dann kam der erste langjährige Besitzer, sage ich mal so. Und da hat er natürlich zuletzt ganz schön gelitten. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Pflege, Wartung war zum Schluss fast null. Waschen gar nicht, vielleicht mal ein bisschen oder auch fast überhaupt nicht. Und ja, auf jeden Fall ist er jetzt hier. Was ich damit vorhabe, komme ich gleich dazu. So, erstmal das Ölergebnis von Ölcheck. Ich habe ja gesagt, man sollte das immer machen, wenn man etwas Großes vorhat, beziehungsweise investitionsstark in das Auto reingehen will. Dann sollte man bei einem Ölwechsel sofort erstmal daran denken, auch einen Ölcheck zu machen. Hier nochmal die Erinnerung dazu, ne? Also ölcheck.de, könnt ihr euch das angucken, gibt es verschiedene Punkte, geht nach Farbensystem, ihr nehmt immer das Schwarze, weil das etwas aufschlussreicher ist als das normale Weiße, ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür hat man hervorragendes Laborergebnis. So, dieses Auto hatte ja 2 Jahre keinen Ölwechsel gehabt, so, und dementsprechend war das Öl dann auch. Und die Aussage des Labors lese ich euch jetzt mal vor. So, die wesentlichen Verschleißwerte liegen über dem zulässigen oder erwartenden Toleranzen. So, das ist schon mal ziemlich schlecht. Vermutlich sind diese hohen Werte auf einen Schaden zurückzuführen. Silizium ist stark erhöht. In Verbindung mit ansteigendem Verschleiß handelt es sich sehr wahrscheinlich um abrasiven Staub aus der Ansaugluft des Motors. Wir haben gesehen, der Luftfilter war total zugesaut, dreckig. Da ist ein neuer drin jetzt und den habe ich ja ausgetauscht. Ja, das musste halt sein. So, der Kraftstoffgehalt ist stark erhöht. Ja, Kurzstrecke, das Ding hat nur noch Kurzstrecke gesehen. Und in den 2 Jahren hat man die ganzen Abwaschungen natürlich auch im Öl. Ist ja klar, wenn man dann nicht regelmäßig Ölwechsel macht. Deswegen sage ich ja, Ölwechsel ist wichtig.
obwohl es Stimmen gibt, dass man sagt, Ölwechsel ist völliger Blödsinn. Ja, Laborwerte sagen da mehr, sage ich einfach dazu. So, Ursache ist unverbrannter Kraftstoff im Motoröl durch Kaltstart, Kurzstreckenfahrt oder fehlerhaften Kraftstoffeintrag. Also er läuft ja auch zu fett, das wissen wir. Aber, das müssen wir mal gucken, warum er das macht. Wahrscheinlich Luftmassenmesser, dass da irgendwie eine Bemessungsgrundlage fehlt, verdreckt, versaut ist. Wir werden den sowieso mal durchreinigen und dann mal gucken, was passiert. So, auf jeden Fall, durch den Kraftstoffeintrag ist die Viskosität gesunken und die Schmierfähigkeit des Öls hat sich verringert. Ist ja logisch, ne? Sollte jedem einleuchtend sein. Die Viskosität liegt außerhalb der Grenzen der für den angegebenen Öltyp gültigen SAE-Viskositätsklasse. So, CW40 war hier ja drinnen und haben jetzt 5W40 draufgepackt. Ich sag mal so, er läuft jetzt besser. Er hat jetzt die Öllampe, schmeißt er jetzt im Moment nicht mehr. Wahrscheinlich daraufhin, weil das Öl auch nicht mehr so dünnflüssig ist. Wir werden mal gucken. Ich werde das mal beobachten. Und die Viskosität liegt außerhalb der Grenzen der für den angegebenen Öltyp gültigen SAE-Viskositätsklasse. Die gemessene Viskosität liegt im Bereich der SAE-Klasse 20. Also 20 Punkte weniger, als wie normal das Öl schon hat. So, und wenn das jetzt natürlich immer weniger wird, dann reißt irgendwann der Schmierfilm an der Kurbelwelle ab. Und was dann passiert, das könnt ihr euch ja ausdenken. Deswegen, ne? Müssen wir das alles ein bisschen im Auge behalten. Ich bin ja echt mal gespannt, wenn ich das zweite Mal die Ölprobe mache, was dabei rauskommt. So, dann haben Sie noch, bitte prüfen Sie, ob ein Öl dieser Viskositätslage laut Betriebsvorschrift des Herstellers eingesetzt werden darf. Ja, ein 20er auf jeden Fall nicht. Ein 40er ja, ne, 5W40 ist ja im Prinzip dasselbe, nur dass du die 5 vor dem W natürlich noch ein bisschen anders katalogisiert ist. So, der Rußgehalt ist stark angestiegen. Ursache ist eine nicht vollständige Verbrennung, meist hervorgerufen durch Kraftstoffüberschuss oder zu wenig Luftanteil. Die Basenzahl ist gesunken. Das Öl kann deshalb weniger Säuren aus dem Verbrennungsprozess neutralisieren. Der Wassergehalt ist deutlich erhöht. Ursachen für erhöhten Wassergehalt kann Kondenswasser, Kühlwasser oder von extern in das System eingetragenes Wasser sein. Ja, so. Inspizieren Sie das System, um die Ursache und den Schädigungsgrad detailliert zu ermitteln. Ja, das ist dabei rausgekommen. Und ich sag mal, ja, was macht man? Man wendet sich jetzt erstmal an das Nötigste, was das Auto eben halt so braucht. Ne? Da kann man sich jetzt erstmal drum kümmern und machen und tun. Und ich habe hier ja die Dämpfer schon mal neu gemacht, weil die Heckklappe doch etwas, ja, ich sag mal, schwergängig war. So, Ölwechsel haben wir schon gemacht. So, der wird dann noch zwei neue Stabi-Streben kriegen aus dem Billigsortiment. Weil irgendwas klötert in der Vorderachse, gefällt mir nicht ganz so toll. Die Spiegelkappe mache ich, auf jeden Fall. Und so ein paar andere Kleinigkeiten, ja, Beulen hier und so, das wird alles noch ein bisschen farbig anders gestaltet. Weil die Leidensspuren, die müssen dann doch mal ein bisschen beseitigt werden. Das mag ich dann doch nicht so. So, jetzt mal zum eigentlichen Sinne. Was hat er dafür vor? Ja, zum einen hat das Ding hier einen Schweinehaken, darf fast 2 Tonnen dranhängen und wir brauchen ja auch hin und wieder mal ein Zugfahrzeug. Und nee, ein Wohnwagen garantiert nicht. Damit ist das Ding, glaube ich, überfordert. Wenn ich jetzt noch einen Wohnwagen dahinter hängen würde und in Urlaub fahren würde, ich glaube, das würde das Ding nicht mitmachen. Da würde mir unterwegs das Ding aufrauchen. Das schwöre ich euch. Nee, diese Quälerei traue ich Ihnen dann doch nicht mehr zu. Ein Autotrailer mit dem Auto drauf schon, weil das nur kurzfristig ist. Ja, und diese kurzfristigen Geschichten, das kann man immer noch machen. Das ist nicht so schlimm, das kriegt man hin.
Aber, nee, ich habe was anderes vor. Und zwar habe ich mir mal, ja, mir kam mal die Idee, ja, Urlaub ist gut und schön, aber einfach in Urlaub fahren, das kann doch jeder, oder? Das kann doch jeder. So habe ich mir überlegt, ja, das kam eigentlich aus blauem Dunst heraus. So, ich habe mir einfach gesagt, so, T3 zu teuer. T4 kannst du mittlerweile auch nicht mehr bezahlen. So, für den Spaß, den ich jetzt vorhabe. So, und ich sag mal ganz ehrlich, wie viel Platz hat man hier drin? Tja, satt und reichlich, würde ich sagen. So, meine Idee ist, hier hinten kommt eine Platte hin. Hier hinten kommt eine Platte hin. Das kann ich dann ausklappen nach vorne und habe ein Bett. So wie es im T3 auch wäre. Mehr Platz im T3 habt ihr auch nicht, als wie hier. Vielleicht von der Höhe ein bisschen mehr noch, aber die Höhe, die ist jetzt erstmal völlig Wurst. So, und ich habe mir gedacht, hier baue ich mir ein Bett rein. Hier kommt Wasser rein. Hier kommt ein Grill drauf, hier, den man so ausziehen kann vielleicht. Mal gucken, wie ich das so bewerkstellige. So, und auf jeden Fall so ein bisschen als Wohnmobil, sag ich mal in Anführungsstrichen, umgebaut. Und dann werde ich mir meinen Sohnemann schnappen im Sommer, und zwar Ende Juli geht's los. Und ich habe mir dann überlegt, wenn das Ding dann durchhält oder er hält es nicht durch. Also was kann passieren? Wir kommen auf dem Anhänger wieder. Mehr kann nicht passieren. Und das ist dann eben so. Und dann hat man es aber versucht. So, ich sage ganz einfach, ich werde mit diesem Auto eine Nordeuropa-Tour machen. Das heißt, wir werden Dänemark besuchen. Einmal Nordseeküste, einmal rauf bis hoch nach Skagen. Ich habe mir dann gedacht, ja, nimmst die Fähre rüber. Ist aber ein bisschen doof, weil, ne? Klein Tobi, ne, der da schön schläft, jetzt gerade so auf der Fähre, das ist ja, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ich weiß nicht, wie das läuft. Ich muss mich da mal schlau machen. Auf jeden Fall muss ich mal gucken, wie das so preislich aussieht. Ich habe keine Lust, den Hund hier im Auto zu lassen. Und das fände ich ein bisschen doof. Ganz ehrlich, fände ich ein bisschen doof. Und ich glaube sogar, das ist sogar gar nicht so billig, wenn man den Hund dann mitnimmt. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe da keine Erfahrung drin. Vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentare, wie das so ist. Habt ihr da vielleicht Erfahrung oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Lösung dann wieder runterzufahren. Auf der Ostseeseite wieder runterzufahren. Über Kopenhagen, über die Inseln, dann über die Brücken. Und die Brückenmaut, die ist auch nicht wenig. Die kostet auch um die 50 Euro. Und dann fahren wir eben halt auf der anderen Seite wieder ostseeseitig Insel von Dänemark rüber nach Schweden rüberfahren und dann hoch nach Norwegen, nach Fredrikstad oder nach Oslo. Oslo weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Das muss ich mir dann nochmal angucken. Aber ich kann ja auch mit der Fähre nach Kristiansand, glaube ich, rüber. Das ist natürlich, wäre natürlich die optimale Sache. Da, weil, ne, man muss ja gucken, wie viel Geld kostet. Da sind schon ein paar Kilometer, also das ist nicht mal eben durch die Ecke, ne? Das wollte ich nicht so machen. Auf jeden Fall wollte ich dann von Norwegen wieder rüber nach Karlstad, dann um den einen, ja, Fennern heißt der See, glaube ich. Ist, glaube ich, ein See. Ich weiß nicht, ich war da oben noch nie. Und es interessiert mich halt mal, wie das da oben so aussieht. So, nach Mariestad und dann über Jönköping nach Lugby. Und von Lugby wollte ich dann Richtung Deutschland. Richtung Deutschland. Und da wollte ich eben halt den Schrottplatz, der da seit Jahren im Wald ist, den wollte ich mal besuchen. Und dann wieder zurück nach Deutschland. Mal gucken, was da uns so noch erwartet auf der Reise bis dahin. Auf jeden Fall sind da noch ein paar Sachen, so Legoland habe ich schon auf dem Spiel in Billund und solche Sachen. Und Bunkertour in Dänemark und ja, Skagen, wo Nord- und Ostsee sich treffen, da war ich schon mal. Das ist eine richtig geile Geschichte da oben.
weil da ist schon richtig Action. Also, ja, das geht schon. Und ich dachte mir, ja, dann in dem Eisenschwein hier schlafen und essen, soweit das möglich ist. Man muss ja nicht immer im Auto essen oder so, aber im Auto schlafen, das ist schon so ein Ziel, wo ich gesagt habe, ja, das können wir machen. Und ja, das Ding dabei ist, der Kleinste kommt aus der Schule, wer weiß, was danach ist, weil man wird älter und man weiß gar nicht mehr, ob man das dann irgendwann nochmal kann oder eben halt nicht. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, so, und wenn dann nicht jetzt, wann dann? So, und da kam das natürlich mit dem Auto hier völlig überraschend. Für den Schrott war der mir zu schade, weil er ja die Plakette zu mehr oder weniger gekriegt hat. Man muss natürlich was machen und ich muss noch was machen. Das tue ich auch, damit das Auto auch auf der Strecke nicht unbedingt verreckt. Wir müssen Werkzeug mitnehmen, wir müssen Ersatzteile mitnehmen, ist ganz klar. Aber ich denke, ich hoffe, er schafft es. Ich denke und ich hoffe, er schafft es. Und ja, auf jeden Fall werden wir Filme machen unterwegs. Wir werden Filme machen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege mit einem Livestream mal irgendwie mal unterwegs. Ich muss mal gucken, ob das funktionieren könnte, weil ich bin da noch nicht so ganz bewandert, was Livestreams betrifft, ob das funktioniert, ob ich da unbedingt einen Laptop mitnehmen muss und die Geschichten, weil der Laptop hat im Moment so ein paar Probleme. Deswegen sahen die Videos auch mittlerweile so ein bisschen komisch aus, weil die musste ich teilweise 3 oder 4 Mal machen, weil der Laptop gesagt hat, nö, ich habe keine Lust mehr. Jetzt habe ich einen neuen Rechner und das sollte also das Problem auch behoben sein. Und auf jeden Fall wollte ich diese Geschichte wirklich mal durchziehen, mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da mal überraschen. Das ist auch für mich völlig neu. Und ich sag mal, wenn man kein Abenteuer wagt, kann man keins gewinnen. Und ich habe schon ewig immer und 3 Tage ein Lebensmotto: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und ich bin froh, dass ich meine Unterstützer dafür habe. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist alles nicht selbstverständlich. Und ich muss wirklich sagen, da habe ich meiner Frau sehr, sehr viel zu verdanken. Und ich muss wirklich, ja, auch mal Danke dafür sagen, ne? Das ist einfach so. Und ich sag mal, ja, mein Sohn freut sich auf jeden Fall riesig. Gehe ich mal von aus, hoffe ich zumindest. Und nein, er ist schon total begeistert und er hat mich mit großen Augen angeguckt und hat nur gesagt, bist du bescheuert? Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht bescheuert, ich bin vielleicht ein bisschen bekloppt, aber das macht auch nichts. Ein bisschen bekloppt in dem Leben muss man einfach sein und muss einfach mal auch mal locker durch die Hose atmen können, sag ich mal. Ja, das ist eben so, das hat man heutzutage nicht mehr viel. Die Leute werden immer komischer, habe ich so das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber die sind alle so dermaßen ich-bezogen. Ist so traurig geworden. Aber wie gesagt, ich mache hier das Ding, ich ziehe das durch und ich mache das auch so. Und ich würde sagen, in 2,5 Monaten geht das schon los. Und seid gespannt, was dabei alle so passiert mit diesem Auto. Ich werde das so mal mitverfolgen und ich werde euch natürlich auch mitnehmen auf die Reise und werde euch zeigen, was wir so alles erleben mit unserem Eisenschwein. Ja, sieht er doch noch was auf seine alten Tage von der alten Welt. Ja, und ich hoffe, es wird besser. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, ihr trinkt euer Bier, ich meins auch, habe ich mir, glaube ich, verdient. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt ja mal unter die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet. Und viele Grüße an meine Leute, die immer so fein mitkommentieren, ob sie jetzt Mario, Stefan, Frank, wie sie alle heißen, ne? Ich bin da
sehr immer erfreut darüber, dass ihr immer schön mitkommentiert. Ich finde das gut, ich finde das super. Nur so funktioniert das. Und ich hoffe, wir werden immer mehr. Macht mir Spaß, muss ich wirklich sagen, es macht mir Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass das alles gedrückt wirkt, sondern das ist wirklich eine spaßige Angelegenheit. Und wir werden sehen, wie es hier weitergeht. Freut euch auf das nächste Video. Und ich würde sagen, bis dahin, genießt den Sonntag nach dem durchgeschüttelten Wochenende. Ja, wir wurden hier so ein bisschen auch durchgeschüttelt, Gott sei Dank nicht so heftig, aber es ist halt so, dass wir das damit leben müssen. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ihr wisst ja, abschalten, ganz genau. Bis dahin, Leute. Tschö, tschö. Thank you.